Kolleginnen und Kollegen, ich hebe die Sitzungsunterbrechung auf. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Dann fahren wir in der Tagesordnung fort. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Menschenrechte, Drucksache 19/6573 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 78 mit einer Redezeit von 5 Minuten je Fraktion. Ebenfalls eingegangen und an deren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der SPD und der FDP betreffend Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, Drucksache 19/6574 aus 19. Nach § 59.2 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags sind Anträge auf Einsetzung von Untersuchungsausschüssen dringlich und somit auf eine bereits festgelegte oder genehmigte Tagesordnung zu setzen. Somit wird der Dringliche Antrag ohne Bejahung der Dringlichkeit durch das Plenum auf die Tagesordnung, Tagesordnungspunkt 79, gesetzt. In der Geschäftsführerbesprechung hat man sich darauf verständigt, dass dieser Dringliche Antrag am Mittwoch vor den Petitionen aufgerufen werden soll. Redezeit 5 Minuten. War da Einverständnis? Dann ist das so. Dann können wir in der Tagesordnung fortfahren. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 48, Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Bund-Länder-Hochschulpakt 2020 muss verstetigt werden, Drucksache 19/6583 aus 19. Redezeit 10 Minuten. Als Erster spricht Kollege May für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Hochschulpakt 2020, über den wir heute beraten, ist ein essentieller Bestandteil inzwischen in der hessischen Hochschulfinanzierung geworden. Im Schnitt fließen hier pro Jahr 150 Millionen € sowohl vom Bund als auch vom Land an die hessischen Hochschulen. Und wie der Name Hochschulpakt 2020 schon sagt, ist das ein Projekt zwischen Bund und Ländern, das bedauerlicherweise erst einmal begrenzt aufgesetzt worden ist, der also ein Ablaufdatum hat. Und daher wird leicht ersichtlich sein, dass nach 2020 uns ein ernstes Problem droht, wenn dieser Pakt jetzt nicht verstetigt wird. Die Überlegungen, nämlich die am Anfang des Hochschulpakts 2020 standen, nämlich dass die hohen Studierendenzahlen nur ein vorübergehendes Phänomen seien, diese Überlegungen sind längst überholt. Wir haben festgestellt, dass der Studierendenberg längst ein Studierendenhochplateau ist, dass die Anzahl der Studierenden erkennbar nicht zurückgeht, dass wir eben auf Dauer mit diesem Phänomen uns auseinandersetzen müssen. Von daher ist es wichtig, dass wir jetzt eine Anschlussfinanzierung für den Hochschulpakt 2020 erreichen. Um das zu verdeutlichen, im zurückliegenden Wintersemester studierten an hessischen Hochschulen über 260.000 Studierende. Das ist ein Plus von 9.700 Studierenden gegenüber dem Vorjahr und ein Plus von fast 89.000 Studierenden gegenüber dem Wintersemester 2008 und 2009. Und wie ich bereits erwähnt habe, ist nicht erkennbar, dass diese Zahl zurückgehen wird. Und wir haben es in dieser Wahlperiode geschafft, dass wir diese steigende Nachfrage nach Studienplätzen auch bedienen konnten, dass wir den vielen jungen Menschen, die sich für ein Studium interessieren, ein Angebot machen konnten, dass wir den Zugang zur Hochschule offen halten konnten. Das war ein zentrales politisches Ziel. Ich bin sehr froh, dass wir das erreicht haben, zusammen mit den Hochschulen, dass wir den Zugang offen halten konnten, dass wir den jungen Menschen ein adäquates Angebot machen konnten, dass wir eben so viele Studierende an unseren Hochschulen unterbringen könnten. Ich sage, das ist gut so, denn wir brauchen die gut ausgebildeten, klugen Köpfe für die Lösungen für soziale, ökologische und ökonomische Herausforderungen in unserem Land. Von daher ist das ein ganz wichtiges Zukunftsprojekt, das wir heute verhandeln. Und es geht uns um Planungssicherheit. Wir
wollen dafür sorgen, dass auch in diesem Bereich die Hochschulen wissen, mit welchen Budgets sie ab 2020 planen können, nämlich das Auslaufen des Hochschulpaktes. Das gefährdet jetzt ganz konkret geschaffene zusätzliche Angebote. Das betrifft Studiengänge, die geschaffen wurden. Das betrifft Stellen von HochschullehrerInnen. Das betrifft Studienplätze, die ansonsten auslaufen müssen. All das ist gefährdet, wenn wir keine Anschlussfinanzierung für den Hochschulpakt erreichen. Für die Hochschulen steht es also in der Frage 5 vor 12. Ich muss feststellen, dass wir schon zu lange vom Bund auf ein Anschlussangebot, auf eine Nachfolgeregelung warten und dass wir dort dringlichen Handlungsbedarf haben. Wir als Hessen haben bereits im letzten Jahr eindeutige Signale in Richtung Berlin gesandt. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt eine Anschlussregelung, und wir sind auch bereit, unseren Teil der Finanzierung abzusichern. Sie wissen, es folgte eine Bundestagswahl, an dieser Stelle auch leider nicht einfache Prozesse der Regierungsbildung. Ich muss es an dieser Stelle noch einmal sagen, wir wären wahrscheinlich schon weiter, wenn sich die FDP an dieser Stelle nicht leichtfertig aus der Verantwortung gestohlen hätte. An dieser Stelle wird mal ganz praktisch deutlich, was passiert, wenn Regierung nicht, wenn Politik nicht handlungsfähig ist, dann werden solche Dinge verschleppt. Und von daher ist es auch ein Teil der Verantwortungslosigkeit der Lindner FDP, dass wir jetzt diese Unsicherheit bei den Hochschulen haben. Mittlerweile haben wir eine Koalitionsregierung auf Bundesebene, und deswegen übernehmen wir einen neuen Anlauf, den Hochschulpakt 2020 zu verstetigen. Und daher wollen wir heute noch einmal 4 Dinge deutlich machen und die Bundesebene zu Eile mahnen. Erstens. Ohne die Mittel aus dem Hochschulpakt 2020 müssen an unseren Hochschulen viele Angebote eingestellt werden. Viele Stellen können nicht wiederbesetzt werden. Hier sehen sich die Hochschulen gezwungen, im Falle der Nichtverlängerung Dutzende Professorenstellen jeweils an den einzelnen Hochschulen nicht wiederzubesetzen. Hessenweit werden über 200 Professoren über HSP 2020 Mittel finanziert. Ich finde, das macht die Dringlichkeit sehr deutlich. Wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen Verstetigung auch der Bundesmittel, damit diese Professorenstellen jetzt auch weiter wiederbesetzt werden können. Zweiter Punkt. Insbesondere für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, früher Fachhochschulen genannt, ist der Anteil aus den Mitteln am Hochschulpakt 2020 besonders hoch. Denn gerade um die Stärkung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften fortzuführen, ist diese Verstetigung des Hochschulpaktes dringend erforderlich. Ich möchte an dieser Stelle Prof. Dr. Karim Kaksar, den Präsidenten der Hochschule Fulda, zitieren. Er ist seit einiger Zeit auch Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz. In dieser Funktion hat er in Berlin vor Kurzem gesagt, ich zitiere, wir fordern, dass die Hochschulpaktmittel auch in Zukunft jenen Hochschulen zugutekommen, die in den letzten 10 Jahren in erheblichem Umfang neue Studienplätze aufgebaut haben. Recht hat Karim Kaksar. Wir müssen jetzt diejenigen stärken, die dafür gesorgt haben, dass der Hochschulzugang offen geblieben ist, dass neue Studienplätze geschaffen worden sind. Die dürfen wir jetzt nicht im Regen stehen lassen. Von daher ist es sehr wichtig, dass gerade die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, aber auch die Universitäten, die sich hieran beteiligt haben, dass die beim neuen Hochschulpakt 2020 gestärkt haben. Wir in Hessen haben unseren Teil beigetragen, und deswegen brauchen wir so dringend eine Anschlussregelung. Wir als Land Hessen stehen auch zu unserer Verantwortung in der Hochschulfinanzierung. Das haben wir für unseren hessischen Teil ganz klar deutlich gemacht, als wir Ende 2013 als erstes Bundesland bei Abschluss unserer Koalitionsvereinbarung die Forderung der großen Wissenschaftsorganisationen erfüllt haben, nämlich die Grundfinanzierung der Hochschulen verlässlich zu steigern. Wir würden uns wünschen, gerade auch, wenn man in der Fachdiskussion den Vergleich zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen nimmt. Wir würden uns wünschen, dass der Bund beim neuen Hochschulpakt sich ein Beispiel am Land Hessen nimmt und diese Dynamisierung auch für den Hochschulpakt, für den Hochschulpakt 2020 übernimmt. Ich glaube, dass dieses Moment auch für dieses Programm notwendig ist. Und viertens. Wir als Land Hessen haben gesagt, wir stehen bereit, die finanziellen Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Hochschulpaktes 2020 bereitzustellen. Das heißt, dass wir das Landesgeld, das notwendig ist für die Kofinanzierung, einplanen und bereitstellen. Wir sagen zu,
Wir sagen den Hochschulen zu, dass wir unseren Landesanteil im Bereich Hochschulpakt 2020 über den Pakt hinausstellen. Ich betone nochmals, wir brauchen Beständigkeit, wir brauchen Planungssicherheit, und wir erwarten vom Bund daher ein Angebot, wie wir das jetzt auf Dauer sichern können. Unser hochschulpolitisches Ziel ist seit jeher, ein Maximum an Planungssicherheit für unsere Hochschulen zu schaffen. Dafür haben wir auf Hessenebene 4 auf den Weg gebracht. Das wäre auch im Bereich Hochschulpakt 2020 dringend notwendig, um Stellen besetzen zu können, Projekte fortführen zu können, Studienangebote beibehalten zu können, den Hochschulzugang weiter offenhalten zu können. All das geht aber nur, wenn wir ein Angebot der Bundesregierung erhalten, dass wir ein Angebot der Bundesregierung erhalten, schnellstmöglich mit den Ländern eine Nachfolgeregelung zu schaffen. Ziel muss es sein, eine Verstetigung der Mittelzuweisung zu erhalten, um möglichst viel Planungssicherheit zu erreichen. Denn wir sind überzeugt, dass die nun auf hohem Niveau eingependelten Studierendenzahlen eine Daueraufgabe bleiben. Und weil Daueraufgaben in Dauerstellen an den Hochschulen am besten bearbeitet werden müssen, brauchen wir auch eine Verdauerung des Hochschulpaktes 2020. Und ich hoffe, dass von diesem Landtag diesbezüglich ein starkes Signal ausgeht. Vielen Dank. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Grumbach, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist Sommer, es wird wärmer. ARD und ZDF beginnen mit den Wiederholungen, das Hessische Parlament auch. Wir haben exakt die gleiche Debatte vor ziemlich genau einem Jahr am 31.05.2017 geführt und mit einem Antrag, der ein bisschen anders aufgebaut war, aber die gleiche Zielsetzung hatte. Ich habe meine Rede damals begonnen, und damit wiederholen sich die Wiederholungen. Die SPD wird diesem Antrag selbstverständlich zustimmen, weil er sinnvoll ist und notwendig und es darüber überhaupt keinen Streit gibt. Ich halte es auch für keinen Zufall, dass bei einem gemeinsamen Antrag von CDU und GRÜNEN der grüne Redner beginnt. Weil würde die CDU beginnen, müsste sie ja darüber reden, dass es eine Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene gibt, in der steht, die Bundesmittel werden dauerhaft verstetigt, und für die Lieferung zuständig ist eine Bundesministerin Karliczek, die zufällig Mitglied der CDU ist und die bisher jedenfalls eine Lieferung nicht andeutet. Insofern finde ich, ja, ich habe nichts dagegen, dass der Hessische Landtag sich gemeinsam darauf einigt, dem Bund noch einmal freundlich zu sagen, wir brauchen das Geld, und gegen die Wiederholung auch nicht. Ich würde gerne, auch das ist eine Wiederholung, darauf aufmerksam machen, dass wir an dieser Stelle halt die Fehler korrigieren müssen, die eine frühere Hessische Landesregierung mit angestiftet hat, nämlich den berühmten Trennung von Bund- und Länderkompetenz in der Bildungspolitik. Das hat ein hessischer Ministerpräsident, man nennt ihn heutzutage auch Bildfingers Verderb, eingezettelt. Und er hat eine strukturelle Entscheidung getroffen, die wir alle wieder zurückführen müssen, weil wir hätten alle wissen können, und wir haben es hier im Landtag auch gesagt, dass diese Trennung nur dazu führen wird, dass selbst ein reiches Bundesland wie Hessen an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit gerät, wenn es das, was wir wollten, nämlich eine deutliche Steigerung der Studierenden auf die Reihe zu bringen. Also vielen Dank an die CDU, dass sie ein zweites Mal dazu steht, ihren Fehler zu korrigieren. Ich finde das eigentlich eine gute Entwicklung. Und damit die Wiederholung nicht zu lang wird, würde ich gerne nur auf einen dritten Punkt hinweisen. Wir haben jenseits all dieser Frage und all dem Geld, das wir vom Bund kriegen, ein Grundproblem. Wir haben das, was die Hochschulen auf den Weg gebracht haben an Steigerung an Studierendenzahlen, dadurch erkauft, dass die Relation zwischen Lehrenden und Studierenden deutlich sich verschlechtert hat und mit Verlaub 1:93, an manchen Bereichen sogar 1:99 von Professor zu Studierenden, ist das Dreifache dessen, was europäischer Durchschnitt ist. Das ist ein Punkt, der wird nicht alleine vom Bund zu regeln sein. Deswegen fände ich es interessant, wenn man sozusagen darüber, über die Klage, dass wir ja gemeinsam auch Geld vom Bund brauchen, vielleicht einmal ein Konzept entwickelt, wie man dieses Problem lösen kann. Das habe ich jetzt, glaube ich, in zwei Haushaltsberatungen und zwei ähnlichen Reden eingefordert. Ich fände es gut, wir können uns darüber eine Debatte anfangen, weil, wie gesagt, Wiederholungen bringen uns nicht weiter, und ich hoffe, dass irgendwann eine CDU-Ministerin in der Lage ist, auch Politik zu machen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Kollegin Wolff, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die schlechte Laune der SPD-Fraktion hat jetzt sogar auf den Herrn Grumbach abgefärbt. Ich weiß auch nicht, wie so etwas passieren kann. Ich habe immer so die Idee, es gibt eine Koalition in Berlin, aber auch zu der ist vielleicht noch etwas zu sagen. Im Übrigen glaube ich immer noch, dass es die Gepflogenheiten in diesem Hause sind. Herr Schmidt, was ist los? Haben Sie schon die voreilige Sehnsucht wieder zurück in den Landtag, oder was ist passiert? Also, es ist normalerweise üblich, dass die Koalitionsfraktionen gemeinsam Anträge stellen und dass ein Koalitionspartner sie als Setzpunkt setzt und dass der dann auch erst redet. Ganz normaler und auch guter Vorgang. Und wenn Sie sagen, die Bundesministerin Karliczek sei zuständig, dann ist das der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass wir natürlich im Bereich der Bundesregierung eine Zuständigkeit haben und das dazu führen wird, dass wir Verhandlungen mit den Ländern, über die der Minister sicherlich noch sprechen wird, dann haben werden über die Modalitäten und Ausgestaltung dieses Hochschulpaktes. Denn das Wort Pakt kommt davon, dass zwei Seiten eine Vereinbarung treffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es den Hochschulpakt nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. So war im letzten Jahr gerade relativ viel zu hören. Haben es viele Hochschulen gesagt, aber auch viele Hochschulpolitiker gesagt, obwohl bei der zweiten Phase, als die eingeleitet wurde, vom Bund eindeutig signalisiert wurde, es wird keine weitere Phase geben. Und an dieser Bundesregierung, Herr Kollege Grumbach, war die SPD beteiligt, soweit ich mich erinnern kann. Als der erste Pakt abgeschlossen wurde, hieß es in der ersten Verwaltungsvereinbarung, ich zitiere, Ziel des Hochschulpaktes 2020 ist es, die Chancen der jungen Generation zur Aufnahme eines Studiums zu wahren, den notwendigen wissenschaftlichen Nachwuchs zu sichern und die Innovationskraft in Deutschland zu erhöhen. Auf diese Weise wollen Bund und Länder dem wachsenden Fachkräftebedarf auf dem Arbeitsmarkt und der durch die demografische Entwicklung und durch doppelte Abiturjahrgänge steigende Zahl von Studienberechtigten Rechnung tragen, sowie die Forschung insbesondere an den Hochschulen weiter stärken. Meine Damen und Herren, an dem Wortlaut der ersten Verwaltungsvereinbarung ist fast alles noch richtig. Inzwischen sind die doppelten Abiturjahrgänge durch, die Aussetzung der Wehrpflicht ist auch durch. Und feststellen müssen wir, das hat der Kollege May eben getan, dass die Zahl der Studienanfänger sich dennoch nicht erheblich reduziert hat, sondern dass wir von dem berühmten Hochplateau sprechen. Und deswegen kommen wir genau zu dieser Überlegung. Deswegen war das Drängen in den vergangenen beiden Jahren schon groß, zu wissen, wie es denn weitergeht. Und das ist eine berechtigte Sorge der Hochschulen, wenn sie wissen, dass alleine aus diesem Hochschulpakt ja doch fast 100.000, jetzt wenn man mal 2005 anfängt, in Hessen zusätzlich studieren konnten. Bundesweit ist das noch einmal eine beachtliche Summe mehr. Wenn Sie mal sich auf das Plateau von 2005 bewegen und dann die Vergleichszahl ansetzen, wie viele Studierende nicht hätten studieren können, wenn es den Hochschulpakt nicht gegeben hätte in Stufe 1 und 2, sind das bundesweit 900.000. Dort zeigt sich, dass dort einiges erreicht worden ist, dass Menschen ihre berufliche Zukunft gegeben worden ist auf diesem Bereich. Und natürlich ist die Sorge da, wenn wir sehen, dass alleine in Hessen 200 Stellen Professorenstellen durch HSP 2020 Mittel generiert worden sind. Wenn wir wissen, dass im Bereich der Lehraufträge über 70% Steigerung gewesen ist und natürlich dort klargestellt werden muss, was passiert eigentlich danach mit diesen Lehrenden. Meine Damen und Herren, deswegen ist es von exorbitanter Bedeutung, dass die Hochschulen die Klarheit bekommen, dass wir als Land die Klarheit bekommen, denn wir als Land haben den Hochschulen schon seit vielen Jahren mittlerweile in dieser Regierung einen Hochschulpakt nicht nur zugestanden, sondern ausverhandelt, einen Hochschulpakt, bei dem wir sagen, über die nächsten 5 Jahre sind eure Mittel sicher, ist die Gesamtgrößenordnung des staatlichen Geldes, des Landesgeldes für euch sicher. Und es sind die Parameter festgeschrieben, nach denen
sich die Ausfinanzierung dann innerhalb dieser Jahre richtet. Und das sind satte 9 Milliarden € in diesem Hochschulpakt-Zeitraum. Und wenn dieser Hochschulpakt-Zeitraum von 5 Jahren überlagert wird, jeweils durch einen anderen Hochschulpakt-Zeitraum, ist es hoch an der Zeit, dass wir in einer Weise eine gewisse Synchronisierung, auch wenn es nie eine zeitliche Gleichheit sein wird, eine Synchronisierung haben werden und entsprechend mit dem Bund auch Vereinbarungen treffen werden. Wir haben für die Bundesmittel als Land Hessen 170 Millionen € zusätzlich bereitgestellt, damit diese gemeinschaftliche Finanzierung auch zu den zusätzlichen Plätzen führen konnte. Und es ist ein wesentlicher Teil der Hochschulen, dass durch die Kombination der beiden Geldflüsse des Hochschulpakts Hessen und dann auch der kombinierten Bund-Länder-Mittel aus dem HSP 2020 daraus entstanden ist, dass junge Menschen studieren können, dass mit dem HSP Invest auch entsprechend Gebäude gestellt werden konnten, dass Lehrmittel, Lernmittel, dass neue Unterrichts- und Lehrformen, dass das E-Learning Einzug genommen hat und dass wir auf diese Weise ein qualitativ hochwertiges Studium, nicht nur irgendein Aufenthalt an Universitäten, sondern ein qualitativ hochwertiges Studium haben gewährleisten können. Und das, meine Damen und Herren, jetzt auf Dauer zu setzen, auch deutlich zu machen, dass wir eine einheitliche Absicht von Bund und Ländern haben, das auf lange Frist zu setzen, das ist das, was wir jetzt vom Hochschulpakt 2020 erwarten. Und ich denke, in dieser Woche und auch in den nächsten wird es dort Entscheidungen geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir uns dann auch über ein paar Parameter noch klar werden müssen. Da ist zum einen die Dauer, der Hochschulvereinbarungsteil aus dem Koalitionspapier sieht vor, dass alle 7 Jahre erneut verhandelt wird. Meine Damen und Herren, ich habe für die CDU-Fraktion schon ein erhebliches Interesse daran, dass wir nicht alle 7 Jahre das Feld völlig von neu aufrollen, sondern dass es jetzt ein paar grundsätzliche Vereinbarungen darüber gibt und dann eine Feinjustierung, aber keine grundsätzliche Neuverhandlung alle 7 Jahre, die wiederum in die Zyklen der Länderhaushalte und der Länderhochschulpakte eingreifen würde. Und ich wünsche mir zum Zweiten, dass es auch klar dabei bleibt, dass Hochschulpolitik bei aller Veränderung des 91 Ländersache bleibt und dass Hochschulpolitik eine kombinierte Aufgabe der Länder mit ihren jeweiligen Hochschulen, die Autonomie haben, in den Hochschulpakten gemacht wird. Und nicht, dass wir konkurrierende Parameter und Maßgaben von beiden Seiten haben. Auch das ist aus meiner Sicht hochgradig wichtig. Zum Dritten glaube ich, dass im Hochschulpakt die Frage gestellt werden muss, kann es weiterhin einen rein quantitativen Parameter geben? Sage ich nein. Es muss darum gehen, zu vereinbaren, wie wir dieses Hochplateau halten. Und dass in westlichen wie in östlichen Bundesländern, das ist ja die Entwicklung zahlenmäßig auch durchaus sehr unterschiedlich, dass wir aber auch qualitative Parameter und den Ansatz dafür gibt die Koalitionsvereinbarung her, einziehen, dass es darum geht, zum Beispiel über Studienabläufe, aber auch über Studienabschlüsse zu reden. Und meine Damen und Herren, es wird auch darum gehen, dass wir Stärkung in dem Bereich, was der Kollege May eben auch schon angesprochen hat, vollziehen, nämlich eine Stärkung, auch eine quantitative Stärkung der Hochschulen für angewandte Wissenschaft, dass wir dort die Gewichte auch verschieben, dass wir sagen, was wollen wir, und auch das muss in den Ländern möglich sein, was wollen wir stärken im Bereich der MINT-Fächer zum Beispiel, nur stellvertretend für andere Möglichkeiten Parameter festzustellen. Auch das muss möglich sein. Und ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir die Schnittstellen im tertiären Bereich in den Blick nehmen zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung. Dort gibt es Übergänge, und auch über die kann man meines Erachtens nachdenken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass das, was jetzt in Berlin zustande gekommen ist mit der Koalitionsvereinbarung, jetzt in absehbarer Zeit in wirkliche Verhandlungen zwischen Bund und Ländern führen muss, nach Möglichkeit tatsächlich in einen Prozess führt,
der nicht alle 7 Jahre, sondern der auf Dauer es ermöglicht, Menschen einzustellen auf unbefristete Stellen, der den Hochschulbeginnern auch die Möglichkeit gibt, jeweils abzusehen, was in diesem Land möglich ist zu studieren, der ihnen Anregungen gibt, Dinge zu studieren, die auch in dieser Gesellschaft tatsächlich gebraucht werden, und die Möglichkeit der Steuerung und der Gestaltung, dass wir auch in die Richtung der Hochschulen für angewandte Wissenschaft und bestimmter Fachgruppen steuern können. Und daraufhin setze ich meine Hoffnung, meine Damen und Herren. Ich bin sehr froh, wenn der Kollege Grumbach angekündigt hat, dass das die Zustimmung findet. Vielleicht kann es ja auch einstimmig werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Knell, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es gibt zwei Feststellungen, die die heutige Debatte bestimmen, die außer Frage stehen und die auch nicht überraschen. Das erste ist, der Bund-Länder-Hochschulpakt 2020 wird zum Ende des Jahres 2020 auslaufen. Das haben wir mehrfach gehört. Das zweite, es ist nicht nur nach der Auffassung der Hochschulen notwendig, diesen Hochschulpakt auch zu verstetigen. Und umso selbstverständlicher muss es sein, dass die Landesregierung durch den Wissenschaftsminister ihre Aufgabe wahrnimmt und sich für eine Weiterentwicklung und Verstetigung einsetzt. Ein Bitten der Landesregierung, wie das in Punkt 4 aufgeführt ist, erscheint eigentlich unnötig. Und vor allem wird auch deutlich, dass wir bereits seit geraumer Zeit dieses Thema diskutieren und anmahnen. Die Hochschulen haben bereits wiederholt, auch in den Jahresgesprächen, darauf hingewiesen, dass sie die Planungssicherheit benötigen, um ihre Hochschulen zukunftsfähig zu machen, die Qualität von Lehre und Forschung zu gewährleisten und auch um die Entscheidungen im Bereich des Personals treffen zu können. Es wurde seitens der Landesregierung mehrfach entgegnet, dass man dann erst die Bundestagswahl abwarten muss, dann die Sondierung, dann die Koalitionsverhandlungen und dann die neue Bundesregierung abwarten muss, um diesbezüglich aktiv zu werden. Und, lieber Kollege May, die böse Lindner-FDP uns das vorzuwerfen, dass wir daran schuld sind, finde ich schon etwas anmaßend, ehrlich gesagt. Ich weiß, Sie sind ein bisschen eingeschnappt, dass wir im Bund nicht mit den Grünen regieren wollten. Aber ich denke, es ist jetzt auch mal langsam Zeit, diesen Jammermodus abzustellen und sich auf Hessen zu konzentrieren. Denn auch hier gilt übrigens, dass wir nicht für alles zu haben sind. In den vergangenen Monaten wäre auf jeden Fall genug Zeit gewesen, dieses wichtige Anliegen auch zwischenzeitlich fachlich fundiert zu hinterlegen und auf den Weg zu bringen. Das ist nicht passiert. Ja. Der Wissenschaftsrat hat im April in Trier ein Positionspapier mit dem Titel Hochschulbildung im Anschluss an den Hochschulpakt 2020 verabschiedet. Darin finden sich Analysen und Bewertungen des derzeitigen Hochschulsystems, Prognosen der Studienanfängerzahlen bis 2025. Und vor allem enthält das Papier auch Zukunftsaufgaben, denen sich die Hochschulen stellen müssen, und Empfehlungen bezüglich einer Nachfolgevereinbarung. Und demnach müssen Verlässlichkeit und Planungssicherheit bei der Zuweisung der finanziellen Mittel ebenso wie die zentralen Aufgaben des Kapazitätserhalts, aber auch Aufwuchses und der Qualitätsverbesserung berücksichtigt werden. Und gerade mit Blick auf den letzten Punkt darf es auch nach Ansicht der Hochschulrektorenkonferenz kein Gegeneinander und kein Entweder-Oder geben, sondern beide Ziele müssen realisiert werden können. Der Wissenschaftsrat schlägt einen kontinuierlichen jährlichen Zuwachs von 3% vor, angelehnt an die Förderung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und konkret heißt es dort, ich zitiere, über eine Nachfolgevereinbarung mit dem bisherigen Finanzvolumen hinaus sind zusätzliche Mittel notwendig, um den finanziellen Spielraum zur qualitativen Weiterentwicklung von Studium und Lehre zu vergrößern. Dafür ist eine progressive Finanzierung angemessen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt Bund und Ländern, eine dynamische Finanzierungskomponente zu prüfen, wie er sie bereits zur kontinuierlichen Anpassung der Grundfinanzierung von Hochschulen vorgeschlagen hat. Solche regelmäßigen und verlässlichen Zuwächse ermöglichen Hochschulen, die Qualitätsentwicklung gezielter und weiter voranzutreiben. Zitat Ende. Und vor diesem Hintergrund wäre es doch sehr hilfreich, wenn die Landesregierung neben der kurzen Ankündigung, dass sie die Mittel zur Kofinanzierung bereitstellen wird, auch einmal eine Bewertung dieser Vorschläge vornimmt und auch darlegen würde, mit welchen Zielsetzungen, z. B. auch in der Frage der Parameterjustierung und Mittelverteilung, sie in die Verhandlungen tritt.
Der Wissenschaftsrat spricht sich dafür aus, dass die Länder darüber hinaus bei der Zuweisung der Mittel an die Hochschulen darauf achten sollen, dass die Umstellung auf einen anderen Finanzierungsmechanismus nicht zu Verwerfungen in den Budgets der Hochschulen führt, die deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Vor allem in der Übergangs- und Umstellungsphase sollen die Mittelflüsse so gestaltet sein, dass erhebliche finanzielle Schwankungen für die Hochschulen vermieden werden. Meine Damen und Herren, hierfür braucht es eine Zukunftsstrategie des Landes, um die Rahmenbedingungen für die hessischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften so zu gestalten, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. Wir brauchen auch ein Konzept für die Nachfolgevereinbarung, in der neben Qualitätsverbesserungen und der Kapazitäten auch neue Herausforderungen wie die Digitalisierung eine Rolle spielen. Die Hochschulen haben zum letzten Punkt bereits ihre Forderungen veröffentlicht. Sie rechnen mit einer ungefähren Finanzierung, mit einem ungefähren Finanzierungsbedarf von 1 Milliarde €. Sie haben in diesem Zusammenhang auch auf den Sanierungsstau an Hochschulen hingewiesen und die Fortsetzung sowie die Erhöhung der finanziellen Mittel von Heurika gefordert. Gestern gab es eine Antwort auf die Kleine Anfrage der GRÜNEN im Bundestag zum Hochschulpakt. Dort hieß es, ich zitiere, aus Sicht der Bundesregierung eine Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen durch die Länder von besonderer Bedeutung für ein zukünftiges Hochschulsystem in Deutschland ist. Das fehlt da noch. Dies bedeutet auch, dass in der Nachfolge des Hochschulpakts die Bundesmittel an eine nachweisbare und transparente Gegenfinanzierung durch die Länder geknüpft sind, welche dauerhaft und zusätzlich zur Grundfinanzierung der Hochschulen durch ihre Träger erfolgen müssen. Zitat Ende. Und dann fragen wir uns, welche Antworten hat denn die Landesregierung auf diese Fragen? Hier braucht es bereits frühzeitige Planungen, denn wie wir wissen, endet ja auch der hessische Hochschulpakt Ende 2020. Wenn wir noch einmal zurückkommen auf den Bund-Länder-Hochschulpakt 2020, über den wir ja gerade sprechen, legt dieser offen, dass wiederum die Länder mit dem Bund über bestimmte Quoten verhandeln, und die öffentlichen Mittel möglichst, um die öffentlichen Mittel möglichst verlässlich und gerecht zu verteilen. Meine Damen und Herren, wenn wir auf die Zielsetzungen schauen, die Kapazitäten zu erhalten und in bestimmten Fächern aufgrund des Fachkraftmangels auch auszubauen und die Qualität zu verbessern, z. B. durch die Veränderung der Betreuungsrelationen, durch den Wettbewerb um die besten Köpfe, durch attraktive Arbeits- und Rahmenbedingungen, so wird auch deutlich, dass wir noch einmal darüber nachdenken müssen, wie die Studienfinanzierung grundsätzlich verändert werden kann. Es ist keine Neuigkeit, aber auch nicht weniger richtig und aktuell. Jürgen Lenders wusste, worauf ich hinaus will. Wir Freien Demokraten wollen, dass das Geld den Studenten folgt. Das Geld muss dahin, wo die Studenten sind, und nicht da, wo andere vielleicht hier schreien. Das ist nach unserer Auffassung auch die einzige Möglichkeit, einen Wettbewerb zwischen den Ländern zu fördern und die hessischen Hochschulen zu stärken. Denn die Länder, die eine gute Wissenschaftspolitik machen, die dürfen nicht dafür bestraft werden, dass sie mehr Studenten akquirieren und dass sie deshalb dann auf den Kosten sitzen bleiben. Wir sind der Überzeugung, dass ein solches System dem Wissenschafts- und Forschungsstandort Hessen, aber auch der Innovationskraft und der Wirtschaft sowie der Gesellschaft in Hessen zugutekommen würde. Es wäre außerdem noch ein Anreiz gegeben, um einen Wettbewerb um die besten Köpfe bei den Studierenden, aber auch im Bereich der Lehre und Forschung zu ermöglichen. Das wird immer etwas vernachlässigt, sodass alle an den Hochschulen unseres Landes und letztendlich dann auch wir davon profitieren würden. Aber auch wenn wir Freie Demokraten uns eine grundsätzliche Veränderung in der Finanzierung wünschen, so ist es zum derzeitigen Zeitpunkt dringend notwendig, dass eine Nachfolgevereinbarung zwischen Bund und Ländern auf den Weg gebracht wird und dass Hessen die Interessen seiner Hochschulen gebührend vertreten kann. Und aus diesem Grund stimmen wir dem Antrag zu, wenngleich dieser nicht vielleicht hätte heute unbedingt erforderlich sein müssen, sondern vielleicht schon zu einem früheren Zeitpunkt. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wer heute an einer Hochschule studiert oder arbeitet, oder wer Kinder hat, die vielleicht an einer Hochschule studieren, der weiß, dass die Hochschulen in diesem Land chronisch unterfinanziert sind, dass die Mittel pro Studierenden sinken, dass das Betreuungsverhältnis zwischen Professoren und Studierenden immer schlechter wird und dass sich viele Beschäftigte an den Hochschulen von einem Vertrag zum nächsten hangeln, weil sie nur noch befristete Arbeitsverträge bekommen. Und da jetzt ganz zu schweigen von den fehlenden Wohnheimplätzen und von dem nicht bedarfsdeckenden BAföG.
Wir haben es also mit einer drastischen Unterfinanzierung der Hochschulen zu tun. Die Studierendenzahlen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen, und die Hochschulfinanzierung hat dem überhaupt nicht mitgehalten, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es natürlich richtig, dass der Hochschulpakt 2020 zwischen Bund und Ländern fortgesetzt werden muss, dass er aber vor allem verstetigt werden muss. Denn die Hochschulen brauchen Planungssicherheit über das Jahr 2020 hinaus. Und da sage ich insbesondere die Fachhochschulen oder heute HAWs genannt, vor allem die brauchen es, weil der Anteil der Hochschulparkmittel an den Fachhochschulen zum Teil 30% des Budgets ausmacht. Das heißt also noch einmal deutlich höher liegt als an den Unis. Und deswegen die Hochschulen brauchen Planungssicherheit. Und deswegen ist es notwendig, dass der Hochschulpakt auch endlich verlängert wird, meine Damen und Herren. Und das fordert ja der Wissenschaftsrat in seinem Positionspapier. Das ist im Koalitionsvereinbarung zwischen Union und SPD festgehalten worden. Aber es passiert einfach nichts. Und Herr Grumbach hat ja recht. Wir haben letztes Jahr darüber geredet. Wir reden jetzt wieder darüber. Vielleicht sollte die CDU hier im Haus auch mehr Druck machen auf die eigene Wissenschafts- oder Bildungsministerin auf Bundesebene, um hier wirklich auch dafür zu sorgen, dass die Verhandlungen endlich beginnen und dass da endlich etwas Vernünftiges rauskommt, meine Damen und Herren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Bund auf die Länder zeigt und die Länder auf den Bund. Also, Frau Kollegin Knell hat ja eben schon die Kleine Anfrage der GRÜNEN, die ja jetzt gerade in diesen Tagen beantwortet wurde, auf Bundesebene und die Antwort der Bundesregierung zitiert. Und in der Tat ist es ja so, dass die Bundesregierung sagt, aus Sicht der Bundesregierung muss es eine Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen durch die Länder geben. Könnten Sie auch einmal etwas dazu sagen, dass die Bundesregierung der Meinung ist, die Länder müssten das Grundbudget erhöhen? Das ist ja mal eine ganz interessante Aussage. Und Sie machen einen Antrag, der sich jetzt sehr stark an die Verantwortung des Bundes richtet. Also, mein Eindruck ist, hier wird so ein bisschen gegenseitig mit dem Finger aufeinander gezeigt, aber es passiert eigentlich so richtig nichts. Und ich will auch anmerken, dass der Hochschulpakt 2020, über den jetzt gesprochen wird, dass man schon sagen muss, dass er einige Geburtsfehler hat und dass er auch Probleme hat. Das Grundproblem, und das rächt sich jetzt, ist, dass man davon ausgegangen ist, im Jahr 2007, als man den Hochschulpakt erstmalig dann aufgelegt hat, man ging davon aus, dass man eine kurzfristig steigende Studierendenzahl hat, auch infolge der Schulzeitverkürzung der doppelten Abiturjahrgänge durch die bildungspolitische Verfehlung von G8. Und man ging davon aus, dass man einen Studierendenberg hatte, so wurde das damals genannt, den man nur irgendwie untertunneln quasi müsste, um jetzt diese kurzfristig ansteigenden Studierendenzahlen abzufedern und dann das Niveau wieder verlassen zu können. Das war aber falsch. Das war aber falsch, weil die Studierendenzahlen steigen dauerhaft. Und die werden auch nicht mehr sinken unter das Niveau von 2005, 2006, 2007. Und das ist ja auch richtig so. Und das war ja auch politisch gewollt, dass man die Studierendenquote auch erhöht und dass man dafür eben genug Studienplätze zur Verfügung stellen muss. Und das ist der Geburtsfehler dieses Hochschulpakts, dass man dachte, wenn man das kurzfristig anlegt, ein zeitlich begrenztes Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger, aber es ist eben so, dass dauerhaft die Studierendenzahlen steigen. Und deshalb ist die Frage, warum dann so kurzfristig aufgelegte Pakte. Die Hochschulen brauchen eben eine langfristige Finanzierung. Und es ist diese kurzfristigen Pakte geben eben keine dauerhafte Verlässlichkeit. Und eine einfache Verstetigung des Paktes reicht auch nicht aus. Wir brauchen eine Erhöhung und eine Dynamisierung der Mittel. Und am besten wäre es, diese Pakte gleich zu entfristen und deutlich zu machen, dass wir hier eine verlässliche Hochschulfinanzierung gewährleisten müssen. Der Hochschulpakt war in den letzten Jahren aber auch unterfinanziert. Auch das muss man sagen. Es sollte dazu dienen, dass zusätzliche Studienplätze finanziert werden. Herr Minister, Sie müssen nicht mit dem Kopf schütteln. Der Hochschulpakt war jahrelang unterfinanziert. Ich kann Ihnen die Zahlen gleich noch einmal nennen. Man ist von viel zu niedrigen Studierendenzahlen ausgegangen, insbesondere in der Phase 2011 bis 2016 von viel zu niedrigen Studierendenzahlen. Das heißt, man ist in der Berechnung des Paktes von niedrigeren Zahlen ausgegangen, als die Prognosen damals schon waren. Und deswegen ist der Hochschulpakt auch unterfinanziert gewesen. Und auch das ist ein Problem dieses Hochschulpakts, meine Damen und Herren.
Was jetzt die Frage der Verhandlungen angeht, und da bin ich ja gespannt, was der Wissenschaftsminister auch dazu vielleicht ausführen kann. Weil mich würde schon interessieren, dass ja auch in der Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene festgehalten ist, dass ja mit den Ländern die Parameter ausgehandelt werden sollen. Und ich hätte gerne eine Antwort auch auf die Frage, ob es Planungen gibt, die Mittel aus dem Hochschulpakt 2020 auch wettbewerblich zu vergeben. Weil wir das ja erleben, dass immer mehr, das ist einfach eine Frage, Herr Minister, können Sie ja darauf was zu sagen, weil es wir eine Tendenz haben, dass immer mehr Mittel im Bereich der Hochschulfinanzierung sogenannt wettbewerblich vergeben werden. Und das hat eben genau eine Konsequenz für die Hochschulen, nämlich dass sie wieder keine Planbarkeit haben, weil die Mittel eben nicht mehr transparent vergeben werden, weil sie keine Verlässlichkeit haben und weil sie dann letztlich mit anderen Hochschulen um ein viel zu niedriges Budget konkurrieren. Darauf hätte ich gerne Antwort. Wir würden das sehr kritisch sehen und ablehnen, jetzt die Mittel aus dem Hochschulpakt auch noch wettbewerblich zu vergeben. Ich will einen weiteren Kritikpunkt ansprechen, der Hochschulpakt 2020 und auch der Hochschulpakt natürlich auf den Länderebenen hat auch eines ziemlich unberücksichtigt gelassen. Und das ist, dass mit der Zahl der Studierenden nicht nur die direkte Finanzierung, Forschung oder die direkte Finanzierung im Bereich der Lehre an den Hochschulen gestärkt werden muss, sondern dass wir natürlich auch bei der sozialen Infrastruktur für Studierende eigentlich wachsende Aufgaben haben und auch wachsende Kosten haben. Also damit will ich sagen, dass die höhere Studierendenzahl es damit nicht getan ist, dass man den Hochschulen ein bisschen mehr Geld gibt, und das ist leider zu wenig, damit sie die Studierenden besser ausbilden können, sondern man muss die soziale Infrastruktur mitdenken, das heißt eben Wohnheimplätze, das heißt eben Finanzierung der Studierendenwerke. Also hier liegt doch einiges im Argen, weil hier ist die Finanzierung an vielen Stellen eben nicht wesentlich erhöht worden, und deswegen fehlt bei der steigenden Zahl der Studierenden diese soziale Infrastruktur. Wir reden über eine Unterfinanzierung, auch deshalb, weil die Mittel sich immer weiter verschieben, also der Anteil der Mittel durch das Grundbudget, also das Geld, mit dem die Hochschulen fest rechnen können, der Anteil immer kleiner wird und der Anteil der Drittmittel immer höher wird an der Hochschulfinanzierung. Wir sehen das kritisch, viele an den Hochschulen sehen das kritisch, weil natürlich eine wachsende Abhängigkeit entsteht. Und das Verrückte ist ja auch noch, dass die Drittmittel, die die Hochschulen gezwungen sind einzuwerben, zu größten, allergrößten Teilen auch noch aus öffentlichen Geldern stammen. Das heißt also aus Löwe-Mitteln beispielsweise oder aus DFG-Mitteln, aus EU-Mitteln, aus Mitteln des Bundes. Das heißt also, die öffentliche Hand gibt den Hochschulen Geld, aber sie tut das eben in einer Form der Projektfinanzierung als Drittmittel. Und das hat zur Folge, dass die Hochschulen natürlich nur kurzfristig planen können, weil ein kurzfristiges Löwe-Projekt auf ein, zwei Jahre angelegt, zieht einen kurzfristigen Arbeitsvertrag auf ein oder zwei Jahre angelegt nach sich, manchmal sogar auch kürzer. Und das ist das Problem, Herr Minister, dass Sie ja daran sich auch beteiligen über Programme wie Löwe, dass die Hochschulen eben keine Planungssicherheit haben, sondern dass sie sich immer wieder neu und mit ganz erheblichem Aufwand um Projektmittel bewerben müssen. Wenn sie sie nicht bekommen, war der Aufwand umsonst. Wenn sie es bekommen, dann haben sie für zwei Jahre eine Finanzierung. Und diese zunehmende Verdrittelung der Hochschulen, das ist ein Problem. Und deshalb lassen Sie uns reden über eine verlässliche Finanzierung der Hochschulen. Und das müssen natürlich Bund und Länder gemeinsam garantieren. In diesem Sinne muss der Hochschulpakt 2020 ausgebaut werden. Er muss verstetigt werden und er muss entfristet werden, damit jeder, der ein Studium beginnen möchte, auch einen Studienplatz überhaupt finden kann und damit die Betreuungsrelation nicht immer schlechter wird. Und in diesem Sinne sollten wir uns dafür einsetzen, dass es eine so verlässliche Hochschulfinanzierung gibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht Staatsminister Rhein. Ja, verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Grumbach. Hoch, wo sind Sie, Herr Kollege? Lieber Herr Kollege Grumbach, ich habe Sie kurzzeitig nicht gesehen. Mit den Wiederholungen ist das so eine Sache. Sie wissen ja, nur stetige Wiederholung stärkt den Lern- oder auch den Lehrerfolg. Und zum anderen muss ich auch gestehen, was das Fernsehen, das Sie auch angesprochen haben, betrifft. So manche Serie kann man endlich jetzt auch mal wiedersehen. Und insoweit ist das ein schönes Erlebnis.
so wie ich im Übrigen auch finde. Beispielsweise Magnum haben wir ja lange nicht mehr sehen können und andere Serien. Und insoweit ist das ein sehr schönes Erlebnis und ich freue mich sehr darüber. Und ich begrüße das sehr, Herr May, Frau Abg. Wolff, dass wir dieses wichtige, dieses außerordentlich, dieses wirklich existenzielle Thema für Hochschulen heute wieder im Plenum des Hessischen Landtages haben. Denn die Länder und der Bund, wir Länder und der Bund führen die Verhandlungen zu diesem Thema mit dem Ziel in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Deswegen ist es richtig, es heute hier zu besprechen, mit dem Ziel, das Thema in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, und zwar am 16. November, beraten zu können, um dann schnellstmöglich zu einer Nachfolgeregelung zu kommen. Und, meine Damen und Herren, wir wollen dann im April 2019 die Vereinbarung finalisieren und sie im Juni 2019 den Regierungschefs von Bund und Ländern zum Beschluss vorlegen zu können. Das ist derzeit der Zeitplan. Und eines steht für uns Länder dabei ganz zentral, aber auch für uns Hessen natürlich vorneweg im Vordergrund. Und das ist das Interesse gerade der hessischen Hochschulen an einer finanziellen Planungssicherheit. Das ist so, weil wir wissen, dass es nur nachhaltige Investitionen in die Wissenschaft sind, in die Forschung sind, in unsere Hochschulen und auch in die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind, die die Leistungsfähigkeit des Hochschul- und des Forschungssystems sichern können. Genauso bin ich dankbar dafür, dass es erwähnt worden ist, so wie wir das hier in Hessen tun. Der Hessische Hochschulpakt, und da kann man nun wirklich von Unterfinanzierung beim besten Willen nicht sprechen, liebe Frau Kollegin Wissler, bei allem Respekt, der Hessische Hochschulpakt, und ich sage das einmal für die Damen und Herren, die uns heute zuhören, der Hessische Hochschulpakt, den ich verhandelt habe für die Jahre 2016 bis 2020, ist mit insgesamt 9 Milliarden Euro der volumenstärkste Hochschulpakt, den es jemals in Hessen gegeben hat. Jetzt will ich Ihnen einmal Einzelzahlen auch dazu nennen. Der Doppelhaushalt 2018-2019, der jetzt laufende Haushalt, stärkt den Bereich für Wissenschaft und Forschung so intensiv, wie er noch nie gestärkt worden ist. Für die Grundfinanzierung stellt das Land Hessen den Hochschulen planmäßig in diesem und im nächsten Jahr insgesamt rund 68 Millionen €, und zwar mehr zur Verfügung. Damit steigt die Summe des Budgets in diesem Jahr auf 1,67 Milliarden € und im nächsten Jahr auf 1,7 Milliarden €. Ich glaube, das dokumentiert wirklich überdeutlich, verehrte Frau Kollegin Wissler, dass die Landesregierung sehr wohl gewillt ist, genau diesen Weg der stetigen Steigerung des Hochschulbudgets eben auch in Zukunft weiterzugehen. Aber natürlich ist es so, das stimmt schon, ohne die gemeinsamen Anstrengungen von Bund und von den Ländern im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 wäre eben der Aufwuchs und wäre auch die Bewältigung der Studienanfängerzahlen nicht möglich gewesen. 2017 wurde mit 44.919 Anfängerinnen und Anfängern ein Allzeithoch in Hessen erreicht, und das gegenüber 30.000 Studienanfängern in 2005. Das ist das Referenzjahr des HSP 2020 und der Beginn des Hochschulpaktes 2020. Und das ist eine kaum für leistbar damals gehaltene Steigerung um rund 50%. Damit hat wirklich Hessen alle seinerzeitigen Prognosen übertroffen, und wir haben auch damit die Vorausberechnung der KMK überschritten. Niemals zuvor haben so viele Menschen an den hessischen Hochschulen studiert, und ich will das ausdrücklich hervorheben. Ich will mich ausdrücklich bei den Hochschulen des Landes Hessen ausdrücklich bedanken für dieses riesige Engagement und für diese riesige Leistung, dies so hinzubekommen, wie Sie das hinbekommen haben. Nur durch dieses Engagement ist das möglich geworden, und nur mit diesem Engagement konnte wirklich auch ermöglicht werden, dass jeder Studienanfänger und jeder Student, der in Hessen an eine hessische Hochschule gekommen ist, in allerhöchster Weise, mit allerhöchster Qualität, im Übrigen auch infrastrukturell, wenn Sie sich mittlerweile einmal die hessischen Hochschulen anschauen, quer durch das gesamte Land anschauen, einen Studienplatz angeboten zu bekommen. Und wenn wir uns dann einmal die aktuelle Vorausberechnung der KMK anschauen, dann rechnet sie bis 2025
mit gleichbleibend hohen Studienanfänger- und Studierendenzahlen. Das zeigt, dass es sich eben nicht, das ist heute auch schon erwähnt worden von Frau Wolf und Herrn May, dass es sich eben nicht um einen zeitlich begrenzten Studierendenberg, so wie das ausgedrückt worden ist, handelt, sondern dass wir wirklich über ein dauerhaft hohes Studierendenhochplateau reden. Das ist eine wirklich große Herausforderung für alle Beteiligten. Es ist eine Herausforderung, der sich der Bund und die Länder durchaus bewusst sind. Aber wir sind uns auch der gemeinsamen Verantwortung bewusst, die wir tragen, die durch den Hochschulpakt 2020 aufgebauten Studienkapazitäten entsprechend auch nachfragegerecht aufrecht zu erhalten. Insoweit wird in den Verhandlungen zum neuen Bund-Länder-Hochschulpakt die Verstetigung der Bundesmittel aus Sicht der Länder der zentrale Verhandlungspunkt sein. Ich begrüße deswegen sehr, dass im Koalitionsvertrag auf Bundesebene eben genau das vereinbart worden ist. Genau dies hatten ja auch alle 16 Bundesländer im Rahmen einer gemeinsamen Position zur Zukunft der Hochschulfinanzierung gefordert. Jetzt will ich Sie kennen, das in aller Demut, in aller Bescheidenheit sagen, das ist vor allem ein hessischer Erfolg. Er hat natürlich zu tun mit den Beratungen, die wir in diesem Parlament geführt haben und mit den Aufforderungen, auch die in diesem Parlament an die Landesregierung gerichtet worden sind. Es ist der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier gewesen, der massiv sich dafür eingesetzt hat, dass genau dieser Passus in den Koalitionsvertrag hineinkommt. Wir erwarten, das will ich auch in aller Deutlichkeit formulieren, wir erwarten, dass zur Fortsetzung des Paktes ein finanzieller Rahmen zur Verfügung steht, der eben mindestens der bisherigen Höhe entspricht, wenn eben nicht sogar darüber hinausgeht. Dass wir das sehr ernst meinen hier in Hessen, das beweisen wir. Darüber reden wir eben nicht nur, sondern das haben wir bewiesen, indem wir es im Haushalt festgelegt haben. Wir haben die Voraussetzungen für eine neue Bund-Länder-Vereinbarung geschaffen. Insoweit als der hessische Anteil am Hochschulpakt 2020 in Höhe des letzten vollfinanzierten Jahres im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben worden ist. Aber es geht uns um noch viel mehr als in Anführungsstrichen nur um Geld. Das ist schon eine Riesenleistung. Es geht uns natürlich auch um dauerhafte Perspektiven. Deswegen wird ein weiterer wichtiger Verhandlungspunkt zwischen Bund und Ländern die Gewährleistung einmal der finanziellen Planungssicherheit für die Hochschulen bezüglich des Umgangs mit dauerhaft hohen Studierendenzahlen sein. Aber, und das formuliere ich, und Herr Grumbach, Sie haben ja auch aufgefordert, dass wir uns dazu positionieren. Das formuliere ich insbesondere mit Blick darauf, dass mit den Bundesmitteln eben auch Dauerstellen, also unbefristete Arbeitsverhältnisse, eingerichtet werden können. Ich will das gerne hervorheben. Karin Wolf hat über die 7-Jahresfrist, ich nenne das mal so, gesprochen. Die konkreten Förderkriterien, so heißt es in der Koalitionsvereinbarung, können alle 7 Jahre periodisch mit den Ländern und Hochschulen ausverhandelt werden. Dabei sind im Sinne guter Arbeit Kontinuität und Verlässlichkeit wichtige Kriterien und sollen mit qualitativen und quantitativen Aspekten in der Hochschulausbildung verbunden werden. Ich sehe es exakt genauso, wie Frau Kollegin Wolf gesagt hat. Das ist ein Punkt, da lassen wir über Einzelheiten vielleicht noch mit uns reden. Aber wir verhandeln jetzt diesen Pakt, und dann ist das das, was für die nächsten Jahre gilt. Das ist eine Verstetigung. Wir schnüren das nicht alle 7 Jahre wieder auf. Und so verstehe ich die Koalitionsverhandlungen, wenn sie eben auch von Kontinuität und Verlässlichkeit spricht, uns als wichtige Aspekte eben bezeichnet. Das ist das, was wir wollen. Und zum Zweiten, lieber Herr Kollege Grumbach, ich bin außerordentlich glücklich. Ich finde das sehr despektierlich, wie Sie über den damaligen Ministerpräsidenten gesprochen haben. Denn das, was das Land Hessen heute darstellt in seiner Hochschullandschaft, das geht zurück auf Entscheidungen, die wir damals getroffen haben. Heureka 4 Milliarden €, Löwe mittlerweile 800 Millionen €, Hochschulpakte, die 9 Milliarden € erreichen. Das geht auf die damalige Zahl zurück. Deswegen ist es despektierlich gewesen, wie Sie über ihn geredet haben. Ich bin aber sehr froh darüber, dass wir damals die Entscheidung sehr klar gemacht haben. Das ist Ländersache, und das ist Länderzuständigkeit, denn das hat zum Wettbewerb geführt. Wo waren wir denn, als Sie die Verantwortung getragen haben? Da war Hessen mit seinen Hochschulen irgendwo ein Mittelmeer.
mittelmäßiges Land irgendwo am anderen unteren Ende der Linie. Heute sind wir in der Spitzenklasse. Heute sind wir unter den ersten drei Bundesländern eines der Forschungsstandorte und eines der Hochschulstandorte in Deutschland. Und womit hat das was zu tun? Mit Föderalismus, weil Föderalismus als eine seiner Grundprinzipien Wettbewerb hat. Und dieser Wettbewerb hat eben dazu geführt, dass wir die Schläfrigkeit der früheren roten Jahre endlich beendet haben und dass wir mittlerweile in einer Wettbewerbssituation sind, die dazu geführt hat, dass wir eine wirkliche Top-Platzierung haben. Das ist eine richtige Entscheidung, gerade im Bereich der Hochschulpolitik gewesen. Meine Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktionen ist erreicht. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Vielen Dank für den freundlichen Hinweis. Der Zeitplan ist in der Tat straff, aber wir als Landesregierung nehmen die Aufforderung ernst. Wir werden alles daran setzen, ihn umzusetzen, weil eben dringender Handlungsbedarf besteht, um den Hochschulen frühzeitige Planungssicherheit zu geben. In diesem Sinne, das will ich noch einmal hervorheben, begrüße ich den Antrag der Regierungsfraktionen ausdrücklich. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann wird der Antrag 6483 in den WKA überwiesen.